Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 24. Oktober. Gott hat Jesus vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete. Römer 3, Vers 25. Als der Herr sein Volk aus Ägypten erlöste, konnte das nur so geschehen, dass er gewaltige Gerichte über Ägypten kommen ließ. Das Letzte und Furchtbarste war, der Herr tötete in einer Nacht alle Erstgeburten der Ägypter. Das war schauerlich. Triumphierend zogen die Kinder Israel aus. Aber der Herr sagt ihnen, euer Herz ist genauso böse wie das der Ägypter. Darum gehört auch eure Erstgeburt mir. Aus diesem Grunde wurde auch Jesus 1000 Jahre später in den Tempel gebracht. Ich sehe im Geist Maria vor mir, wie sie dem heiligen Gott das Kind hinhält. Es gehört dir. Wir nennen diese Geschichte die Darstellung Jesu. Menschen stellen Jesus ihren Gott dar. Damit fängt Jesu Erdengeschichte an. Aber dann dreht sich die Geschichte um und Gott stellt Jesus den Menschen dar. In unserem Textwort steht, Gott hat Jesus dargestellt zu einem Gnadenthron in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete. Da ist von Jesu Kreuz die Rede. Hier stellt Gott uns Menschen seinen Sohn hin als Erretter der Sünden, als Quelle des Heils, als Priester und Versöhner. Und Gott sagt zu uns, er gehört euch. Wer das im Glauben ergriffen hat, der macht es nun doch, in anderem Sinn wie Maria in der Darstellungsgeschichte. Er nimmt den Geist, den Heiland auf die Arme, stellt ihn Gott dar und sagt, Heiliger, sieh mich Sünde nur in ihm an. Lass deinen Sohn zwischen mir und dir sein. So bin ich mit dir versöhnt. Herr, lass uns teilhaben an dem Heil. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.